Ja, herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Knies und heute wollen wir Ihnen mal vom schönen Münchner Friedensengel aus berichten. Wie man vielleicht hört, umtost uns hier auch ein bisschen der Verkehr. Und was wir heute mal beleuchten wollen, ist die Frage, was ist denn mit den tosenden Daten in Ihrem Router, wenn Sie eine Abmahnung von Waldorf, Frommer oder anderen Abmahnkanzleien bekommen haben? Welche Hilfe kann Ihnen eigentlich Ihr kleines Kästchen, was meistens so etwas verstaubt in der Ecke steht, der Router, die Fritzbox oder was auch sonst man so benutzt, im Falle einer Abmahnung liefern, wenn man schon eine bekommen hat? Das wäre mal die erste Fragestellung. Und die zweite Fragestellung wäre dann, wie kann ich mich mit meinem Router effektiv technisch gegen Abmahnungen schützen? Ja, schauen wir mal die erste Frage an. Besonders häufige Abmahnungen haben wir bei uns im Büro von der Kanzlei Waldorf-Frommer. Die sind einer unserer Hauptgegner seit Jahren. Und wenn Sie da die zweite Seite der Abmahnung lesen, da werden Sie mit einigen technischen Daten beworfen, die der Gegner Ihnen vorhält, zum Beispiel über welche IP-Adresse das fragliche Filmwerk oder die fragliche Serie getauscht worden sein soll, zu welcher Zeit das stattgefunden haben soll, was es für ein Werk ist, was es für einen Hash-Wert hat und dergleichen Dinge mehr. Aber die Frage ist, was kann Ihnen denn Ihr Router eigentlich für Hilfestellung leisten, wenn Sie eine solche Abmahnung bekommen haben? Ja, Ihr Router, den kann man sich so ein bisschen vorstellen wie einen kleinen Computer oder auch wie ein Telefon, ein Smartphone, der protokolliert bestimmte Dinge mit, die sich auf Ihrem Anschluss ereignen, nämlich insbesondere, welches Endgerät mit welcher MAC-Adresse zu welcher Uhrzeit online geht und welche IP-Adresse dabei verwendet worden ist. Das sind drei ganz elementar wichtige Informationen, die eben bei der Verteidigung einer Abmahnung ganz wertvolle Dienste leisten können. Ja, und warum ist das so? Die IP-Adresse ist ja meistens eine dynamische, dazu haben wir mal ein eigenes Video gedreht, das können Sie sich vielleicht auch anschauen bei Interesse. Und die IP-Adresse in Verbindung mit der MAC-Adresse und der Zeit gibt Ihnen einen ganz genauen Überblick darüber, welches Gerät, also welches Endgerät, das an der MAC-Adresse zumindest versucht werden kann, zu identifizieren, tatsächlich die Rechtsverletzung, die über Ihren Anschluss begangen wurde, begangen hat. Das heißt, ich habe hier eine Joker vielleicht, denn die MAC-Adresse liefert einen ganz exakten Überblick, manchmal auch in Verbindung mit einem Gerätenamen noch, der sich auch noch im Router befinden kann, wie zum Beispiel Harrys iPhone oder Bernhards MacBook. Das heißt, wir können anhand des Routers erkennen, welches Gerät ist wann online gegangen, mit welcher IP-Adresse. Und das kann man dann abgleichen mit den Daten, die einem der Gegner liefert. Und dazu sollte man vielleicht auch eines wissen, die MAC-Adresse kann der Gegner nicht erkennen. Das heißt, der Gegner, sprich die Abmahnkanzlei, bekommt von seinem technischen Dienstleister ja immer nur die IP-Adresse geliefert, denn der Gegner kann eben gerade nicht in Ihren Router hineinschauen. Sie aber können es. Und deswegen sollten Sie es, wenn Sie eine Abmahnung bekommen haben, schnellstmöglich tun, denn das kleine Gerätchen kann Ihnen tatsächlich wertvolle Hilfe leisten, wenn Sie eine solche Abmahnung verteidigen wollen und effektiv bekämpfen wollen. Also ganz wichtig, Routerprotokolle ausdrucken und sichern. Denn die Routerprotokolle, auch das sollte man wissen, sind meistens nur für 1 bis 2 Wochen überhaupt, je nach Routermodell, gespeichert. Sprich, ich habe sie eben gerade nicht die ganze Zeit zur Verfügung. Und insofern ist es immer ein Gebot der Vernunft, die Routerprotokolle möglichst umgehend, nachdem man eine Abmahnung bekommen hat, zu versuchen auszulesen, denn mit denen könnten wir dann wieder umarbeiten und die Verteidigung gegen eine solche Abmahnung könnte dadurch sehr viel effizienter und einfacher werden. Ja, kommen wir vielleicht mal zum zweiten Punkt. Was für einen vorbeugenden Schutz kann denn ein solcher Router vor Abmahnungen Ihnen liefern?
Ja, zum einen kann man die Überschreibefunktion des Routers austricksen, indem man sich nämlich, was relativ einfach zum Beispiel in einer Fritzbox einstellbar ist, die Routerprotokolle jede Woche zusenden lässt. Und wenn man das macht, dann kriegt man so einen Ausdruck per E-Mail jede Woche und da stehen dann schön die Daten drin. Ich habe das hier mal mitgebracht, zum Beispiel für meinen häuslichen Router. Da steht hier jeden Tag, was passiert ist. Am 7.5.2018 beispielsweise können Sie genau erkennen, wann die Internetverbindung hergestellt wird. Sie können die IP-Adresse sehen, die jeden Tag im Übrigen natürlich eine andere ist. Sie können den DNS-Server sehen. Sie können auch noch sehen, wie das WLAN konfiguriert war, ob es aktiv war, WPA2, welche Sicherungstechnik verwendet wurde, der Gastzugang, Zeitschaltung und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen natürlich die Geräte, die sich in Ihrem Internet befunden haben, die sich wann ein- und wieder ausgeloggt haben. Ja, also ganz wichtig, die Routerprotokolle sollte man immer versuchen, sich per E-Mail zusenden zu lassen. Da kriegt man jede Woche einmal so eine E-Mail, speichert die einfach ab und damit hat man immer einen Schutz vor der Abmahnung oder zumindest hat man die Daten gesichert. Was kann man noch tun, wenn man sich effektiv gegen Abmahnungen schützen möchte? Dann kann man beim Router über einen Fachmann, der das dann allerdings eher vornehmen sollte, bestimmte Ports sperren, denn Tauschbörsen und Torrents, der häufigste Fall der Abmahnungen durch Waldorf und Kollegen, brauchen immer bestimmte Ports ihres Routers, also Schnittstellen, die der Router ins Internet aufmacht, um überhaupt mit dem Torrent kommunizieren zu können. Diese Ports kann man zumindest versuchen zu blockieren und dicht zu machen. Auf die Art und Weise können Sie verhindern, dass Nutzer Ihres Netzwerkes überhaupt die Tauschbörse bedienen können. Was auch noch Sinn ergeben kann, ist beispielsweise Gastnetzwerke einzurichten, die nur für Gäste zur Verfügung gestellt werden oder auch beispielsweise in Praxen oder Kanzleien für Mandanten und für Patienten freigegeben werden. Man kann dann erkennen, sollte man später mal tatsächlich Post von Waldorf bekommen, dass diese Rechtsverletzung nicht von dem eigenen Personal begangen worden sein kann, sondern eben von dritten Personen, die vielleicht zu Besuch gewesen sind. Auch das erleichtert die Verteidigung einer Abmahnung ungemein. Ja, so viel mal hier an dieser Stelle zum Router. Ich hoffe, der Verkehr am Friedensengel hat nicht allzu sehr den Ton überdröhnt. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen und wenn Sie auch so eine Abmahnung bekommen haben, ja, dann können Sie uns natürlich wie immer gerne anrufen. Wir bieten dazu eine kostenlose telefonische Erstberatung an.